Wann ergibt Minus und Minus eigentlich Plus? Jetzt ein für alle Mal für euch erklärt, es ist gar nicht schwierig. Es gibt nur 2 bis 3 Fälle, in denen das so ist. Erster Fall, wenn die Minuszeichen direkt nebeneinander stehen und wirklich nur, wenn sie direkt nebeneinander stehen. Beispiel 2 minus minus 3. Hier stehen die direkt nebeneinander, das wird zu 2 plus 3 und damit 5. Kleine Eselsbrücke, wenn ihr diese beiden Minuszeichen miteinander verbindet und dann die Klammer da durchgeht, sieht das schon aus wie ein Plus. Achtung, wenn da steht minus 2 minus 3, die Minuszeichen stehen nicht direkt nebeneinander, hier ist noch eine Zahl dazwischen, da bleibt alles ganz normal. Minus 2 minus 3 ergibt minus 5. Und wenn man Minus mal Minus rechnet, kommt Plus raus, beziehungsweise Minus geteilt durch Minus. Da zum Beispiel minus 2 mal minus 3 wird zu plus 6. Achtung, minus 2 mal 3, natürlich nicht. Hier kommt einfach minus 6 raus. Jetzt habt ihr wirklich alle Fälle gesehen. Viel Spaß mit dem Wissen, bitte nicht wieder vergessen, Mathe kann jeder.